Hallo und herzlich willkommen zurück zu Very Little Nightmares. Wir sind ungefähr bei der Hälfte des Games mittlerweile angelangt. Und jetzt müsstet ihr auf jeden Fall was hören. Ich habe Lautstärke bei OBS auf absolut hochgedreht. Ich würde sagen, let's go. Wir versuchen heute hier schön durchzusehen. Und da. Und hier möglichst schwindelfrei durchzukommen. Ba, 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 zurück, zurück. Ja, ich habe nämlich gemerkt, ich habe jetzt ein paar Anläufe schon gemacht. Man kommt relativ weit, wenn man hier relativ schnell hoch geht. Und gar nicht so viel nachdenkt, sondern halt einfach hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, easy. Deswegen, ihr müsst einfach. Du elendes Scheißding, wie hoch noch? Alles. Okay, ja, man muss einfach schnell reagieren und hier irgendwie hoch. So. So, weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Ist ja dann relativ lange nichts. Wir warten. Wir warten. So viel dazu. Erfolg freigeschaltet. Todesmeister. Halt die Fresse. Kann ich diese Scheiße nicht auch ausschalten? Das ist so geil. Ich liebe die Stille. Ich liebe es. Es macht so richtig viel Spaß. Nee, das hasse ich im Moment im Spiel, dass du halt, dass dich halt jeder kleinste Scheiß abkratzen lässt. Wir warten. In der Mitte kommt was. Zack, zack. Wo fällt das überhaupt runter? Warte, warte. Ich hab gesagt, warte. Ich hab doch dahin gedrückt. Alter, ist das ein Dreck. Oh, wie ich es hasse. Als ob dieser Abschnitt nicht schon beschissen genug war. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Bis gleich. Okay. Ich dachte jetzt, das würde mich töten. Wir sind oben. Ich habe es nochmal 2 Versuche gebraucht. Ja, das ist sowas Frustrierendes im Spiel. Das gefällt mir nicht. Da merkst du auch nur, dass es sowas so beschissen gemacht. Komm, folg ihm. Also die Steuerung, so leicht es ist, das mit dem Tippen, gefällt mir überhaupt nicht. Wieso haben wir das gemacht? Ah, hier, Wend, Wend. Okay, sollen wir das irgendwie den Weg weisen? Okay, X-Kreis, irgendwas, das ist ein Rätsel, alles gleich verstehe. Wenn, dann werden wir es bestimmt gleich brauchen. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe es schon auf dem Boden. Okay. Okay. Also, Mitte, links, rechts, rechts, links, Mitte, links, rechts, rechts, links. Was ist noch eine Kiste? Okay. Da, links.
zurück. Können wir vergessen. Six, du bist einfach bescheuert. Du bist einfach strohdumm. Cool. Und zurück. Hierhin. Mitte. Links. Rechts. Rechts. Links. Danke, um Himmels Willen. Keine Ahnung, was ich da noch machen sollte, irgendwie. Ich weiß, ich hätte jetzt noch den anderen Weg da gehen können, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ja, schön 8 Euro das Spiel. Ich sehe momentan nicht, dass es das wert ist, aber vielleicht kommt ja noch was. Ach du Scheiße. Ja, da ist eine Fuse. Im Arsch. Fass mal rein. Wirst du bestimmt auch dran verrecken. Ja. Weil das Spiel hat an vielen Momenten gar keine Mucke. Sprich, selbst egal wie laut ich das für euch mache, es würde nichts bringen. Es einfach Scheiß ändern würde. So. Ist hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Ich meine, da das Gitter, ja. Das ist ein Vent. Ah, okay. Nicht die Tür. Ah, okay. Ich werde es jetzt übrigens so, wie es meine Nerven erlauben. Wollte ich sagen, das Spiel's durchspielen. Hatte ich jetzt eigentlich vor. Aber jetzt scheint ja nochmal der allerhärteste Scheiß zu kommen. Hier bei der Heizung kannst du hier irgendwas machen. Vielleicht irgendwas aus dem Vorraum. Vielleicht hätte ich da was mitnehmen sollen. Wir gehen nochmal zurück. Hier, die Kiste sieht special aus. Was ist da unten? Wieso konnte ich da nichts machen? Nee, hier irgendwas. So. Wir brauchen den Gnom. Wir brauchen den. Interessant. Okay, ich hänge, ich hänge. Ich komme in den Raum und ich weiß nicht, was ich tun soll. Irgendwas hier mit den Kisten? Wir gehen nochmal hier hoch. Das ist das Einzige, was ich momentan mitmachen kann. Kann ich diese Puppen irgendwie bewegen? Ah, okay, ich sehe es. Ja, komm. Oh, okay. Na gut. Das ist. Kann ich das jetzt irgendwie hochnehmen? Mit hier hoch? Nein. Mit in den Vorraum für die Kiste. Ja, geh mal. Steck das da rein, das Loch. Das wird überhaupt nicht gut enden. Nehmen wir es mal mit. Was geht? Hallo?
Okay, wir sind nicht das einzige Kind, was hier rumläuft. Sicherheit scheint hier ja nicht so der Fall zu sein. Ja, ich habe so damit gerechnet, dass uns das umlegt. Also, bin ich ehrlich. PC geht ab. Aber es hält sich in Grenzen. Okay, ich setze mich mal ein bisschen anders, dass ihr nicht zu viel davon mitkriegt. Oh, jetzt ist meine Fresse richtig nah. Oh, das ist geil. Okay, Sicherung rein. Muss man aber auch sagen, weil es halt so fucking warm ist wieder. Momentan. Irgendeins davon? Kann ich mich irgendwie festhalten oder so? Ach, das ist das Gitter kaputt. Okay, wahrscheinlich muss ich warten, bis. I guess. Können wir uns daran festhalten? Weiß es auch nicht. Es ist einfach frustrierend gerade. Weißt du was? Ich hätte nachgucken sollen. Legit. Ich habe halt jetzt wirklich nur geguckt, wie weit wir ungefähr sind im Game. Ich habe nie geguckt, was ich machen muss. Okay, wir sind raus. Perfekt. Optimal. Das soll irgendwas sein, was wir aus dieser, was wir da durchziehen können. Durch das Gitter. Die Sache ist, da haben wir halt wieder nur so eine Metallstange. Das ist doch auch scheiße. Ach, oder muss es das Band sein? Es muss wahrscheinlich dieses rote Scheißband sein, ne? Ach, und das soll man dann auch da oben gut sehen können. Ich mache mich bereit, sobald es da ist, zack. Los, hoch. Okay. Perfekt. Ja, das Spiel macht Spaß und die Rätsel sind logisch, aber die Rätsel sind halt auch, egal wie logisch die Rätsel sind, wenn sie asozial und nervig sind. Macht das für mich keinen Unterschied. Warte. Ich will es nicht riskieren. Wir probieren es. Was macht sie? Okay, wir brauchen jemanden zweiten. Eine zweite Person, die uns hilft, oder was? Die sich da drauf stellt. Jetzt ist die Frage, wo ist das Mädel von eben hin? Oder kann ich da irgendwie die Kartons hochklettern?
Ich hab's dann auch noch nicht gerafft. Hier vielleicht? Diese Metallstange da hoch? Nein. Wenn ich zurückgehe. Bloß nicht. Ich habe keine Ahnung, was der da malt. Brain is dead, Alter. Was weiß ich denn? Wir hängen hier schon ewig jetzt an der Scheiße. Hängt das Band immer noch da? Okay, wir klicken nochmal drauf. Kannst du dich jetzt irgendwie darüber schwingen? Ach, zur Klinke oder was? Ich habe schon verstanden, ich muss mich hier hinschwingen. Das habe ich schon gerafft, aber wie das eben hat es ja nicht gereicht, da war es nicht weit genug. Dann fällt die Kiste hier drauf und dann läuft das Teil die ganze Zeit. Kann ich mir auch denken, aber das hat es eben nicht gemacht. Muss das genau auf dem Mittelweg stehen oder was? Dieses rote Band? So. Nee. Jetzt denkt sie nur nicht mal dran, da dran zu springen. So. Ach, und den Sprung schafft sie. Hoch. Hab schon. Ja, reden wir mal nicht drüber. Das ist viel zu lange gebraucht für diesen Raum. Viel zu lange gebraucht. Das ist so. Wenn der Anfang vom Part nicht so frustrierend gewesen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich besser Laune. Ich muss mich besser, ein bisschen stabiler hinsetzen. Meine Fresse. So. Ich hätte mir vielleicht was zu trinken hinstellen sollen. So. Okay, ich wollte schon sagen. Ich würde schon sagen, wir bleiben doch da hängen. Der muss nicht mal seine Hände benutzen zum Bügeln. Was ist das für ein Pro? Ey, das ist ja geil. Okay, wir können den ablenken und dann können wir wahrscheinlich da durch die Tür. Aber der hatte halt auch einen Schlüssel, ne? Wahrscheinlich ist das der Schlüssel für seine Handschellen oder was das da für komische Sachen sind. Komm, mach rein. Nee, das geht gar nicht. Das ist nicht schnell genug. Hören wir so an ihm vorbei?
Ich meine, es ist das Ding ja auch heiß wie Sau. Wir stecken es mal aus und gehen mal zuerst zum Bügeleisen. Ja, Zeitersparnis. Okay, ja, gutes Rätsel, gutes Rätsel. Na, ist also irgendwas mit Strom wird hier wahrscheinlich noch passieren. Können wir uns hier verstecken irgendwo? Ja. Irgendwo was drin? Hier sind ganz viele kleine Klamotten, alles für kleine Kids, wie wir eins sind. Okay, komischer Sound. Da ist das Schloss. Hier kommt der Sound rein. Okay. Wir brauchen den Schlüssel. Okay, jetzt haben wir tatsächlich mal einen ernsthaften Gegner. Das ist interesting. Ich rechne mit vielen Toten, aber ich versuche ja auch gut durchzukommen, wenn es geht. Okay, die Waschmaschine lenkt ihn ab. Ach, in den anderen Mitwäscher, oder was? Okay. Wir wieder raus. Hallo? Also es hat ja funktioniert sozusagen. Weil das halt nicht dumm, ne? Kann ich nichts machen. Wir müssen all unsere Möglichkeiten ausprobieren. Was ist denn momentan ratsam? Was können wir denn machen? Übrigens, Pro an die Leute, Respekt an die Leute, die das Game so durchgezockt haben. So. Oh, der hat da die Wäsche sortiert. Okay. Ja, ich glaube, okay, jetzt haben wir hier einen Checkpoint. Ich finde es schön, dass es die Checkpoints sind relativ fair. Jetzt müssen wir halt wieder an dem Stricher vorbei. Das sind Bügeleisen, die wir runter sausen lassen können. Das ist ein Vent. Kann ich dann auch hoch? Nee. Ja gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Was machen wir jetzt? Könnte ich auch wissen. Okay. Bitte tu hier jetzt nichts rein, bitte.
Eins, zwei, drei, vier. 4 Sekunden. Fluff, 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 please. Yes, 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 yes. Ich will zurück und hätte gern die Bügeleisen gemacht. Erfolg freigeschaltet. Wisst ihr was? Fuck it. Der wird doch jetzt noch da sein. Aber wir haben das Schloss geöffnet, also. Ach, scheiße. Oh, hier ist die Vase. Von der Lady. Also irgendwie scheint dieser Ort ja schon damit in Verbindung zu stehen. Nimmt OBS noch auf? Ja, okay. Soundbug. Wir haben wieder einen Fahrstuhl. Finde ich gut. Ich muss ja ein bisschen mal mein Mikro drüber gucken. Ich mach's mal ein bisschen runter. So. Stabil, was ist hier? Okay, sie guckt sich um, eine Hebebühne. Ja. Gas, wir müssen das Gas umleiten, dass es dann da rauskommt und das Ding irgendwie nach unten kegelt. Ich verstehe schon. Jetzt müssen wir das eine Gasding zumachen, wo gefühlt nie was rauskommt. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay, 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 okay. Oh gosh. Okay, was geht denn weg, wenn ich hier jetzt drehe? Da geht das komplett wieder auf, das mittlere wird dann zurückgedreht. Okay, das vordere muss blockiert werden. Das vordere muss blockiert werden. Gotcha. Okay. Okay. Wir brauchen quasi Gas. Was auf dem Scheiß läuft, so. Oh, perfekt. Yes. Wir brauchen das eine. Gut, machen wir nochmal weiter. Das ist jetzt reines Ausprobieren. Ja, okay. Ich habe nur gewartet, dass sich das bewegt.
du Fixer. Nee. Ja. Ich wollte sagen, gibt es eine Konsequenz, wenn man hier ewig dran rumspielt? So. Läuft. Ja, angenehm, angenehmes Rätsel. Du kannst zwar auch die ganze Zeit verrecken, habe ich das Gefühl, aber es ist möglich, immerhin. Das Niveau der Rätsel ist auch so, dass du nicht sagen kannst, okay, das ist halt nur für Dumme, aber du kannst halt auch sagen, nee, es ist Logikrätsel. Ja, wir machen das, wir grillen den Bastard. Ich verstehe schon. So. Oha, der ist noch eine Kiste nachgeworfen. Okay, der war wirklich unnachgiebig. Da war wieder dieses Kitty. Okay. Aber ich sage, das ist auch nochmal ein guter Abschluss für den heutigen Part. Wir sind relativ weit gekommen, relativ. Also wir haben nicht so viel geschafft, aber wir haben schon das gemacht, wo ich sagen würde, wir werden es wahrscheinlich mit 5 Parts abschließen. Gut, das wär's. Wir machen dann weiter beim nächsten Mal. Ciao.